Moin Leute, ich stehe hier wieder bei Tor 6 und ich filme hier mal wieder ein Video bei den Vestas V136 4,2. Hier ist die erste Anlage, die zweite Anlage, die dritte, die gerade gebaut wird und die vierte. Ich glaube, letztes Mal war ich hier, also wo ich hier ein YouTube-Video rüber gedreht habe, wo da der Kran verlängert wurde, genau. Und ja, jetzt wird die gebaut. Da ist der Kopf drauf, der Kran liegt am Boden, weil Unwetter und sowas. Ich komme gerade aus Imrode, da war ich gerade beim Windpark. Das Video werdet ihr bestimmt früher sehen, ich weiß es nicht. Und hier stehen die. Sie haben sich immer noch nicht gedreht, aber sie trudeln sehr schnell. Ah, die kann noch nicht trudeln. Da ist nur der Kopf dran. Mehr nicht. Und da sieht man's. Wie schnell die trudeln. Da liegt auch die Narbe, die Flügel und da ist noch der, wie hieß das nochmal? Schwankungsausgleicher. Den brauchen sie noch, bevor sie den abnehmen. Nicht, dass die doch noch umschlägt. Ja, wollte das ja euch nochmal kurz zeigen. Da hinten sieht man schön die MAN-Windräder, die E115, die vier Stück. Und da sieht man es vielleicht durchblitzen, also es blitzt nicht, aber das Weiße durch den Wald. Das sind die Turmteile für die fünfte. Die fünfte kommt hinter dieser grauen Halle da, wo die E115 steht, so in der Richtung hinter der Halle hin. Da wird die hingebaut, die fünfte Anlage. Oder W1 halt, für W für Werksgelände, dann wird das alles neu gezählt. Dann kommt halt W und hier ist es A1, A2, A3, A4. Und da wird es dann W1, W2, W3 sein. Wahrscheinlich. Die Aufschrift. Und also ich würde es auch gut finden, wenn sie an die A5, A6 und A7 hinschreiben. Weil halt finde ich viel besser. Das ist dann verwirrend, wenn da W1, W2, W3 steht. Finde ich. Hier sieht man es auch. Da kommt gerade voll das fette Gewitter, fetter Regenschauer, weil wir waren gerade auch richtig nah am Brocken. Ihr wird dann auch Bilder sehen auf Insta bei meinem Account. Da sieht man halt den fetten Kran liegen, den 170 Meter lang. Über. Da steht noch ein alter Kran von Franz Bracht. Da liegt dann der fette Kran von Franz Bracht. Da liegt gar kein Kran mehr. Da steht noch ein LKW und zwei Turmteile. Wahrscheinlich für den 5., 6., 7. Da liegt noch ein Bottkran. Da steht noch ein Bottkran und ein paar Flügel, aber keine Turmteile. Ja, und mehr nicht. Ich glaube, dann war es das auch wieder. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Und dann sollte es auch gewesen sein. Kann ich hier nochmal ein bisschen rumzeigen, aber mehr ist noch nicht. So. Ja, schade, dass die sich noch nicht gedreht haben halt. Vielleicht haben sie sich auch schon gedreht. Aber weiß es nicht. Auch, den Typen, den ich hier mal angesprochen habe, oder der besser gesagt mich angesprochen hat, war auch die letzte Zeit nicht da. Oder besser gesagt bei der dritten und bei der vierten dann. Weil ich den dann fragen wollte wegen den Overspeed-Tests, wann die gemacht werden. Oder wann die sich überhaupt mal drehen. Was wahrscheinlich noch dauern wird. Aber die müssen ja sowieso hier Tests machen, Tests durchführen, ob die sich wirklich richtig drehen.
Ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich zeige euch hier nochmal die anderen Windparks. E82, 138 Meter Nabenhöhe. Ja. So, das soll es dann gewesen sein. Lasst ein Like da, ein Abo für mehr. Und wir sehen uns im nächsten Windpark, im nächsten Video. Ciao.